Und wie könnte es anders sein, wählen wir zuerst einmal wieder die Schwierigkeit aus, wenn wir ein neues Spiel starten. Der wilde Modus, dieser Modus ist etwas wilder und herausfordernder, aber es ist ein Kirby-Spiel, der wilde Modus ist eigentlich nur der Normalmodus. Der frische Brise-Modus, ein etwas leichterer Spielmodus, in dem Kirby über viele KP verfügt, perfekt geeignet für Actionspiel-Einsteiger, ist halt wirklich sehr leicht. Wir spielen im wilden Modus. Und damit geht das Ganze auch schon gleich los. Kein Menü, kein gar nichts. Ja, streck dich mal, Kirby. Herzlich willkommen zum neuesten Abenteuer von Nintendos Rosa Allesfresser Kirby. Dieses Spiel kam am 25. März 2022 heraus und ist bereits das zweite Abenteuer von Kirby auf der Nintendo Switch nach dem 2018 erschienenen Kirby Star Allies. Und es ist jetzt das erste Kirby-Spiel, das in 3D verfügbar ist. Alle anderen Kirby-Titel waren bisher 2D, wobei es bei Kirby 64, The Crystal Shards auf dem N64, zwar schon 3D-Grafik gab, aber die Perspektive des Spiels blieb weiterhin 2D, sprich man hat sich nur von rechts nach links in einer Ebene bewegen können. Hier sind wir jetzt vollkommen frei in Kirbys Bewegung. Wir haben im Intro gerade gesehen, dass Kirby einen schönen Spaziergang auf Planet Popstar gemacht hat, im Dreamland, wo er ja lebt. Und dann durch ein merkwürdiges Portal gezogen wurde und jetzt hier gelandet ist. In dieser mysteriösen Welt. Yay, Treffer! Es ist auch zwar nicht mein erstes Kirby, ich habe auch schon das 2010 erschienene Kirby und das magische Garn auf der Wii gespielt, aber ich habe nicht allzu viel mit Kirby am Hut. Von daher, ich kenne die wenigsten seiner Verwandlungen, weiß nicht viel, wie genau die Lore von Kirby ist. Ich meine, ich kenne natürlich König Dedede und den Meta Knight und Wispy Woods, aber das war's dann auch schon mit meinem Wissen zu Kirby. Bin gespannt, ob in diesem Spiel neue Dinge auftauchen werden.
Wir können natürlich alles einsaugen und verschießen. Und landen in einer Stadt, die allerdings nicht mehr sehr bewohnt scheint. Und die Musik ist schon mal der richtige Banger. Ah ja, und da bekommen wir auch gleich unsere erste Fähigkeit, Schwert-Kirby. Der nur ganz zufällig eine grüne Zipfelmütze aufhat, wie unser Freund Link. Ja. Ja, ich gehe absichtlich noch einmal zurück. Weil mit dem Schwert kann man sicher auch, ja genau, das Gras mähen. In bester Legend of Zelda-Manie. Oh, schön. Was haben wir denn da gefunden? Eine große Münze. Kann ich die Blumen auch abschneiden? Nein. Schöne Blümchen, die sind immun. Natürlich kann Kirby schweben. Wie üblich. Ich glaube, das war's aber eh schon wieder an. Gras, das wir hier ernten können. Na dann wieder zurück in die Stadt zur tollen Musik. Ha, ich liebe die Musik jetzt schon nach nicht mal 5 Minuten im Spiel. Yay, Kirby, gib's ihnen! Okay, und da kriegen wir unsere zweite Kirby Power, die Bombenfähigkeit. Dauert halt, bis die Bomben explodieren, ha? Huh? Au! Unerhört! Die Grafik ist auch sehr schön. So viel Detailreichtum. Wahnsinn. Ich mag's bisher schon.
Und hier sehen wir auch gleich mal die Neuerung, das neue Gimmick in diesem Kirby-Spiel. Der Vollstopfmodus. Kirby kann jetzt bestimmte Dinge einsaugen und, naja, ihre Fähigkeiten dann so verwenden. Gott sei Dank ist Kirby sehr dehnbar, ne? Hier haben wir also ein altes Auto eingesaugt und sind jetzt Autostopfer Kirby? Ganz schön robust für so ein altes Teil. Ist hier unten auch noch was? Ah ja, eine Münze. Schön. Oh, noch viel mehr Münzen. Und die Stadt wird immer größer. Und das nächste geile Lied. Auch Kirby gefällt's. Und damit willkommen zu Let's Play Kirby und das vergessene Land. Natürlich von Hell Laboratory entwickelt, wie alle Kirby-Spiele bisher. So, da geht's nicht weiter mit unserem tollen Auto. Und was haben wir da gerade gesehen? Gefangene Waddle Dees. Wer auch immer du bist, wir kommen dir zu Hilfe. Los geht's, Kirby. Ah.
Und der Kirby-Siegestanz kann natürlich auch nicht fehlen. Puh, du hast mich gerettet, vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen, diesen Waddle-Dees? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft. Doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Dein Name ist also Kirby? Freut mich! Ich bin Elfilin. Ja, hallo Elfilin. Gut. Hey Kirby! Der Teammodus mit zwei Spielern. Um das Abenteuer mit Spieler 2 in der Rolle des Waddle-Dee-Assistenten gemeinsam zu erleben, wähle Teammodus im Pausenmenü. Ja, es gibt einen Zweispieler-Modus auch. Puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich auch in den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich springe gerne ein. Ja, das werde ich vielleicht einmal zeigen, aber es macht keinen großen Unterschied. Aber jetzt würde ich gerne mal kurz ins Menü gehen, um zu schauen, ob ich die Textgeschwindigkeit ändern kann. Ach ja, Amiibos können wir auch benutzen natürlich. Schaut schlecht aus. Naja. Die Naturebenen dürfte die erste Welt sein. Und das erste Level, urbane Graslande. Komm schon, Kirby, lass uns die armen Waddle-Dees retten, die überall gefangen sind. Suchen? Ach, eine rote Münze. Na, nice. Okay, und hier in den Naturebenen gibt es 46 Waddle-Dees. Hui. Na dann, bisschen Zeit haben wir noch, gehen wir doch ins erste Level hinein. Ah ja, Missionen. Schließe den Abschnitt ab, rette die versteckten Waddle-Dees und drei versteckte Missionen. Okay. Oh ja, ich sehe das schon kommen. Das wird schon wahrscheinlich in späteren Leveln ziemlich ungut sein, die alle aufs erste Mal zu schaffen. Viel Wiederspielen dann also. Auweia, ich sehe mich jetzt schon wie blöde herumschneiden. Und damit sind wir in den urbanen Graslanden, weiter in dieser verlassenen Stadt. Immer noch mit derselben geilen Mucke. So, auch immer natürlich hinter den Start schauen. Da könnte ja was sein. Oh! Oh, eine von den Bonusmissionen. Bringe 5 Tulpen zum Blühen. Und die nächste Kraft von Kirby. Boomerang Kirby.
Oh, den habe ich jetzt voll im Schlaf erwischt. Au! Blöder Hase! Was haben wir hier? Ah, ein Schalter, okay. Und ein Geheimgang. Sehr schön. Und hier ist auch schon die zweite Tulpe. Na, das läuft doch prima. Und hier haben wir den zweiten Vollstopfmodus. Automatenstopfer, Kirby. Ja, geil. Er kann Dosen schießen. Wie episch ist das eigentlich? Man kann Dosen sogar wieder einsammeln, geil. Oh! Zerstöre den Rollladen des Gebäudes war eine zweite Geheimmission. Ach, sehr nett. Und was haben wir hier? Sah irgendwie aus wie so eine typische Überraschungsei-Kapsel. Komm schon, Kirby, du schaffst es! Nein! Da wäre wieder eine blaue Münze gewesen. Probieren wir das noch einmal. Ah, jetzt geht sich's aber aus. Sehr schön. So was Unerhörtes wird einfach nicht gestoppt durch meine Bumerangkraft. Und auf zum nächsten Levelabschnitt. Oh, Bomben-Kirby. Oh, und gleich die nächste Vollstopf-Kraft. Der Kegelstopfer. Kann sich sehen lassen, diese Kraft. Auch.
Eigentlich sind diese Fuchs-Hund-Gegner doch eh ursüß. Kirby. Du bist weniger süß. Oh, die nächste Tulpe. Die dritte. Praktisch. Ah ja, klar. Kirby ist ja ein Verkehrshütchen. Oh, und die nächste Bonusmission. Gelange über das heraussprudelnde Wasser auf den Balkon. Ja, Kirby ist jetzt natürlich ein Verkehrshütchen. Da kam natürlich Wasser unten rein. Und noch so eine Überraschungseierkapsel. Okay, da gibt es sonst eh nichts mehr. Ach, wie Kirby watschelt. Und tschüss, Verkehrshütchen. Oh. Das schaut doch böse nach Bosskampf aus. Bomben oder Bumerang? Ehrlich gesagt, bleibe ich jetzt lieber bei den Bomben mal. Oh ja. Oh, der Schwertgrobian. Na komm her. Du bist gleich down. Und das ist der wilde Modus, Leute. Wow. Okay. Ich hätte nicht so großgoschert reden sollen. Na gut, aber trotzdem. Nicht schwierig. Natürlich kriegen wir dadurch wieder das Schwert. Klar. Und retten einen versteckten Waddle Dee. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir die erste Folge von Kirby und das vergessene Land hier nach diesem ersten kleinen Miniboss und begeben uns dann im nächsten Part in den nächsten Levelabschnitt der urbanen Graslande. Danke für das Zusehen bei diesem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mit Kirby und das vergessene Land. Keep gaming.